Hemiway-Bikes zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise aus. Sie sind in verschiedenen Varianten erhältlich, darunter Fatbikes, Mountainbikes und Allzweck-E-Bikes, die sowohl für den Stadtverkehr als auch für Offroad-Abenteuer geeignet sind. Mit dem neuen Modell A7 Pro hat der Hersteller ein Elektrostadtrad im Programm, dem es an Ausstattungsdetails an nichts mangelt. Vielseitig beladbarer MIK-Gepäckträger, robuster Ständer, integriertes Abus-Hinterradschloss und eine Klingel, alles ab Werk inklusive. Für Sicherheit im Straßenverkehr, bei Tag und bei Nacht, sorgt das starke Beleuchtungssystem mit im Gepäckträger integriertem Rücklicht mit Bremslichtfunktion. Gebremst wird mit hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano. Der Aluminiumrahmen als Tiefeinsteiger ist sauber verarbeitet, besitzt einen Hinterraddämpfer und wird in einer Universalgröße für Körpergrößen von 1,67 m bis 1,98 m angeboten. Der 250 Watt Mittelmotor von Ananda bringt die 35 kg Gewicht des Hemiway rasch, aber mit Feingefühl auf Touren. Die 9-fach Kettenschaltung mit 11 bis 34 Zähnen ist ausreichend und stellt für jede Situation das richtige Übersetzungsverhältnis bereit. Das schön im Vorbau integrierte Display ist gut ablesbar und liefert umfangreiche Informationen zum Akkustand und zur Laufleistung. Der Elektroantrieb wird durch einen Drehmomentsensor unterstützt, der die Performance sensibel unterstützt und dadurch ein angenehmes sowie sicheres Fahrgefühl entstehen lässt. Für bis zu 80 km Reichweite sorgt ein herausnehmbarer 720 Wattstunden Akku von Samsung, was das Rad besonders für Pendler interessant machen dürfte. Aber auch generell präsentiert sich das Hemiway A7 Pro als universell einsetzbares Rad, das bei Fahrten in der Stadt keine Wünsche übrig lässt, jedoch auch bei Touren über Feld-, Wald- und Schotterpisten eine sehr gute Figur macht. Geliefert wird das Hemiway A7 Pro in einer gepolsterten und optimal organisierten Verpackungseinheit, die Transportschäden wirksam verhindert.